Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge mit unserem Two-Point Campus. Ja, ich habe es letzte Mal festgestellt, man kann ja hier Events auch wieder rausnehmen. Da werden wir natürlich gleich einmal hier versuchen, das hier mit den Hogsport Portogs zu machen. Okay, dann schauen wir mal, ob wir da auch Chancen haben. Und das werden wir hier reinsetzen. Okay, genau, prima. Willkommen zurück, liebe Studis. DJ Shorts hat für euch wieder den Finger am Puls des Geschehens im Two Point County. Thema des Tages? Wäre Jasmine Odyssey cooler, wenn sie nicht Everybody's Darling wäre? Spoiler-Alarm, aber sowas von. Als nächstes hört ihr den Mega-Song von einer Band, deren Namen ich nicht mehr aussprechen kann. Ziemlich anspruchsvoller Scheiß. Zieht euch das unbedingt rein. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Okay, und jetzt schaue ich einmal, ob man doch hier irgendwas für einen Club machen könnte. Aber ich glaube, das geht hier nur innen. Oder geht es auch außen? Geht sogar auch außen. Machen wir hier mal den Powernapping-Stand, würde ich vorschlagen. Powernapping, was haben wir noch? Powernapping. Okay, da geht gleich der erste hier rein. Die Powernapping-Ecke. Okay, haben wir schon wieder Stufe 10. Dann machen wir hier mal. Die Inspektion, dann machen wir hier auf der Seite den Speedwalking. Hausmeister bei den WCs benötigt. Okay. Schauen wir mal, das wird hier nicht herpassen. Ja, ist in Ordnung. Dann werden wir hier mal den Buchclub herbasteln. Buchclub. Und natürlich brauchen wir als nächstes noch den Naturclub. Den stellen wir hierher. Schauen wir noch mal Speedwalking, ob wir das hier noch unterbringen. Das bringen wir unter. Okay, dann können die ersten. Wollen natürlich jetzt alle Powernapping beitreten. Hat schon 10 Leute. Mann, die Studenten auf dem Campus reden echt verdammt viel über Snacks. Eigentlich ein banales Thema, ich weiß, aber eins muss ich mal loswerden. Cheesy Gubbins sind. Okay. Aber der Snack schlechthin sind eindeutig Grub Grubs. Aus echten, natürlichen Todes verstorbenen Insekten. Klar, das klingt vielleicht ein bisschen crazy, aber ich fahr total auf den dezenten Geschmack ab. Die Lieferzeit beträgt zwar ein paar Monate, aber hey, ich finde, das sind sie definitiv wert. Ja, hundertprozentig. Ach, wir haben ja gar nicht jetzt mal wieder unseren Studenten herausgesucht. Aus dem ersten Studienjahr, den schlechtesten, wie immer halt. Schauen wir mal, den schlechtesten. Winston Odyssey. Okay. Jetzt schauen wir gleich einmal wieder hier rein. Clubs. Okay, Speedwalking Club hat auch schon 2 Leute. Hausmeister bei den Witzes.
Ja, beim Powernappen sind die meisten jetzt noch dabei. Oder wollen die meisten mit dazu? So, und jetzt sollte man natürlich dann die Hogsports, die Hogsport Porthogs besiegen, damit wir unseren ersten Stern kriegen. Das wäre schon mal gut. Ich bezweifle es zwar, aber schauen wir mal rein, wie allgemein die Noten sind. Ja, haben wir einen Haufen Einser. Na, dann könnte es eventuell schon klappen. Okay, der hat hier D. Hausmeister für die Reparatur wäre dann quasi A ist ein Einser, B, C, ein Vierer. Okay. Deswegen geht er auch jetzt in die Bibliothek. Aber naja, da werden wir sehen. Schauen wir mal, ob sich hier auch wer verirrt. Okay, ein bisschen Geld haben wir wieder bekommen. Da ist noch keiner im Naturclub, Buchclub auch noch nicht. Schauen wir mal, ob es denn noch was anderes gibt. Ich glaube, da gibt es jetzt nur die vier. Okay, da geht's jetzt gleich los. Zeit für eine Studentenstory über eine Bäckerei, die ab jetzt kleine Brötchen backen muss. Ju, was hast du für uns? Okay, darf mal gespannt sein. Die Bäckerei Old Widget in Hogsport verwöhnt die Studie. Ich stoppe jetzt mal kurz, weil ich sehe, dass hier auch Eindringlinge gibt. Dann werden wir hier mal noch. Okay, Eindringlinge entfernen. Ach, das ist zufällig ein Eindringling. Generationen mit ihren berühmten Marmeladendonuts. Okay. Und dann werden wir gleich nochmal hier einen reinbasteln. Den Edmund Harry Kane. Sehen wir zufällig einen, der hier Eindringling ist? Im Moment nicht. Und jetzt gehen natürlich die Assistenten auch hierher. Da werden wir natürlich jetzt einmal hier auch einen Assistenten herstellen. Ja, da braucht man einfach immer massiv das Personal. Und hier braucht man noch einen Assistenten mit erster Hilfe. Okay. So, und jetzt schauen wir mal hier weiter, wie es hier weitergeht. Das Gastteam hat schon mal den ersten Ball versemmelt. Doch diese süße Geschichte geht nun zu Ende. Wenn die Maschine, die die Donuts mit den köstlichen Fruchtmischungen füllt. Okay, das haben wir geschafft. Sehr gut. Marmeladenfäule endgültig den Geist aufgegeben. Moment, können wir mal kurz reparieren. Neben der Maschine serviert die Bäckerei nun Donuts ohne Füllung. Sie mögen zwar hohl sein, doch diese Leere verleiht ihnen einen bitteren. Jawohl. Ja, es schaut doch sehr, sehr gut aus. Als würde man von einem guten alten Freund Abschied nehmen. Nächste Woche geht es dann mit einer neuen Maschine weiter, die uns viele neue Donuts und neue Erinnerungen schenken wird. Ja, da haben wir jetzt auch A. Eindringlinge auf dem Campus. Herrje. So. Jawohl, naja, das sollte alles easy, locker, leicht sein. Denke ich mir mal. Okay, das haben wir jetzt geschafft. Schauen wir gleich rein. Nur noch der letzte Käse. Jawohl, und gewonnen. Das ist sehr gut. Wunderbar.
Neue Campusse sind freigeschaltet, das interessiert aber weniger. Okay, Upper Etching, Pepperley Ruins, der Party Pool ist freigeschaltet, ein neues Event. Sie sind die treibende Kraft des Cheeseball-Sports geworden. Wer sollte sie aufhalten? Vermutlich irgendein anderer. Ein Haufen einfältiger Schmandschmeißer. Okay. Ja, und 50.000 haben wir erhalten. Genau, das ist auch schon wieder durch. Okay, das müssen wir leider ablehnen. Okay. Ja, das können wir jetzt nicht mehr in dem Jahr. Ach, da müssen wir die nächste. Ach so, für die zwei Sterne. Die Flemington Rotztrotters. Okay, Studentenhygiene. Ja, dann wäre es doch kein Thema, hier noch. Wie heißt es schnell wieder? Eine Dusche hier reinbauen. Was könnte man jetzt? Torftulpe. Eine Party. Ja, wenn wir noch Zeit haben, können wir natürlich die Party noch machen. Oh. Naja, gut, da sind es zwar Unterricht, aber wer zur Party will, soll zur Party gehen. Okay, drei Bewerber. So, jetzt schauen wir mal schnell hier zur Bank. Ein bisschen was haben wir schon zurückbezahlt, aber natürlich nicht sehr, sehr viel. Das schaue ich jetzt nur mal kurz. Die Hygiene, okay. Bei dem ist 92%. Schnapp deinen Aktenkoffer, denn es geht ans Katzengericht. In dieser Staffel dreht sich alles um Klagen und Katzenklos. Die Bürolöwen. Neue Folgen jede Woche auf Bungle Pictures. Okay, da können wir es dann auch noch duschen, wenn sie wollen. Okay, kann natürlich teilnehmen. Krank sein stört das Studium. Also lasst euch gesund pflegen. Und dann zurück an die Arbeit. Okay, noch ein Pflänzchen rein. Weiß ich nicht, ob das passt. Das sollte auf jeden Fall passen. Okay. Ja, dann können wir es ja hier duschen. Genau, Hygiene müsste dann auch allgemein steigen. Da steigt schon mal wieder ein bisschen, weil der eine sich duscht. Ja, schauen wir mal. Da stoppe ich jetzt mal. Nehmen wir mal den Schrank hier weg. Genau, weil das wollen sie immer wieder und dann sollen sie es haben. Okay, das könnte man auch ein bisschen näher zur Wand herstellen. Okay, ja, es war wirklich eine sehr, sehr kleine Dusche. Ja, das dauert natürlich hier noch lang, bis wir Stufe 20 sind. Ist schon klar. Okay, ein Powernapping-Club würde mich mal interessieren. Da müssen doch jetzt schon fast alle beigetreten sein. 34. Schauen wir mal hier rein. Okay, beim Buchclub auch schon einer. Klasse. Okay.
Freundschaften gibt's auch schon. Okay, er schaut sehr gut aus. Hygiene 66%. Genau. Er ist auch dem Powernapping Club beigetreten. Einige im Team von Radio Campus machen sich eine Platte, weil wir über die letzten Monate wohl einen leichten Zuhörerschwund hatten. Aber ganz ehrlich, ich habe damit überhaupt kein Problem. Mir wäre es sogar deutlich lieber, wenn unsere kleine Community so klein wie möglich bliebe. Dann könnte uns die Masse nie vom coolen Underground in den öden Mainstream ziehen. Mein Traum wäre ja, dass überhaupt niemand mehr zuhört. Und ich den ganzen Tag nur mit mir und für mich selbst rede. Das wäre der absolute Oberburner. Das war falsch. Falsch rum. Also hoffe ich jetzt mal, dass die hier jetzt endlich zufrieden sind mit ihrer Bücherei. Okay, Gewinn haben wir noch keinen, leider. Was hat der hier? Auch wieder das Blumenkohlohr. Schauen wir mal, ob er das ob er Abhilfe schaffen kann. Okay, wieder okay. Ja, und essen kann er ja was. Ist ja kein Thema. Darf er hier noch ein Getränk zu sich nehmen? Sehr schön. Der nächste, was hat der? Stinkitis. Okay, prima. So, schauen wir allgemein. Hygiene ist sehr gut. Keine Zahnbürste. Schauen wir mal. Okay, jetzt machen wir erstmal das noch kurz, dass man sieht, wo passt es mit der Hygiene überhaupt nicht. Der da. Das schaut mir so aus. Und da auch nicht so besonders. Okay, weiter. Alle haben bestanden. Dozent des Jahres. 14 Nachhilfesitzungen. Sehr gut. Okay, passt. Sehr schön. Ja, aber jetzt wird's doch wieder. Jetzt wird es doch dann auf jeden Fall wieder werden. Okay. Ah, jetzt kommt auch wieder Geld rein. So. Was brauchen wir jetzt? Erst einmal das hier wegnehmen. Dann brauchen wir hier noch ein Cheeseballfeld. Also, Cheeseballfeld haben wir gesagt, 9 x 14. 9 x 14. Hier ein Eingang her. Da dieses Ding. Käse. Und ist das irgendwie so ein Verkaufsstand für Käse? Was ist das hier? Ach, eine Fahne! Okay. Ach so.
auch einen Elefanten hier auf der anderen Seite. Ja, da haben wir wenigstens hier eine 3. Kann man hier das auch gleich einmal. Okay, Weiterbildung machen wir dann. Machen wir dann und hier. Genau. Schreibt man auch schnell eins frei. Okay, wenigstens 3, auch schon mal gut. Und noch 2 Elefanten. Okay, ja genau, dann passt es jetzt auch schon. Also, was brauchen wir dann noch? Einen Vorlesungssaal. Vier mal vier. Machen wir es mal so ganz einfach. Ich stoppe ihn auch mal kurz. Okay. Schauen wir noch mal kurz. Oh, da ist es auch sehr, sehr heiß drin. Da auch. So, schauen wir mal. Okay. Gut. Und nochmal das Sportzentrum. Nochmal ein Sportzentrum. Und da geht uns jetzt schon wieder das Geld aus. Stellen wir noch rein, wenn wir das beenden, und dann stellen wir noch mal einen Dozenten ein. Okay, können wir nicht. Können wir nicht. Ja, da braucht man hier noch Kohle. Nehmen wir noch mal einen Kredit auf. Okay. Ich hoffe mal, dass wir im nächsten Jahr dann mehr Kohle einnehmen. Und, achso, da ist wahrscheinlich noch zu heiß. Schauen wir noch mal schnell. Tatsache. Okay, Campusstufe 12. Schaffen wir es hier noch? Okay. Einwandfrei. Prima. Alles klar. Dann beenden wir mal diese Folge. Bin ja schon gespannt, wie es dann in der nächsten weitergeht. Ob wir dann endlich einmal wieder zu ein bisschen Geld kommen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.